Herzlich willkommen zum zweiten Video über die Varianz und die Standardabweichung. In dem Video zuvor haben wir uns angesehen, wie wir die Varianz und die Standardabweichung veranschaulichen können. In diesem Video zeige ich dir, wie wir uns die Varianz und die Standardabweichung berechnen können. Wir sind beim letzten Video auf ein Problem gestoßen, das mit dem ich jetzt in diesem Video fortsetzen möchte. Wir haben uns die Abweichung von unseren Holztürmen angesehen oder ganz allgemein die Abweichung vom arithmetischen Mittel angesehen und haben gesehen, wenn ich all diese Abweichungen aufsummiere, ich 0 erhalte. Das heißt, mein arithmetisches Mittel ist dann 0 und ich kann somit keinen sinnvollen Durchschnitt von Abweichungen mir berechnen, da ich immer 0 erhalte. Diese Tatsache haben wir auch in früheren Videos schon gezeigt. Wie lösen wir dieses Problem? Also unser Problem ist einmal, dass die Summe der Abweichungen der Daten von ihrem Mittelwert stets 0 ist. Das ist immer so. Wir können uns dieses Beispiel, also diese Tatsache in unser Beispiel übersetzen. Wenn wir uns das ansehen, x1 minus x quer, das sieht alles sehr theoretisch aus, ist aber ganz einfach, wenn wir uns da vorstellen, das ist einfach die Höhe unseres ersten Turmes minus die Durchschnittshöhe. Das heißt, diese Summanden in Klammern sind einfach meine Abweichungen. Und die Summe der Abweichungen von ihrem Mittelwert ist immer 0. Das liegt einfach daran, dass wir hier verschiedene Vorzeichen haben. Diese Abweichungen sind mit Vorzeichen behaftet und wir hatten positive Abweichungen, wir hatten negative Abweichungen und wenn ich sie dann zusammenzähle, heben sie sich gegenseitig auf. Wie kann man dann die durchschnittliche Abweichung berechnen? Wir haben gesehen, mit unserer ersten Idee sind wir gescheitert, denn wir erhalten stets 0. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten positive Abweichungen, wir hatten negative Abweichungen, wir hatten größere Türme, kleinere Türme. Wie schaffen wir es jetzt, diese negativen Abweichungen positiv zu machen? Und da gibt es in der Mathematik zwei Möglichkeiten. Ich könnte von jedem Summanden den Betrag nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Man hat sich aber in diesem Fall für eine andere Möglichkeit entschieden. Man hat gesagt, wir quadrieren jeden einzelnen Summanden. Denn durch das Quadrat wird jede Zahl nicht negativ. Das heißt, entweder 0 oder größer als 0. Somit können wir dieses Problem lösen, indem wir einfach jeden einzelnen Summanden quadrieren. Und alle negativen Zahlen werden somit positiv. Das Ganze bezeichnen wir mit s² und nennen das Varianz. Und die Varianz ist somit nichts anderes als die mittlere quadratische Abweichung vom arithmetischen Mittel. Also nochmal zusammengefasst, wir wollten uns den Durchschnitt der Abweichungen berechnen, haben gesehen, dass das nicht funktioniert, weil das stets 0 ergibt und haben daher die einzelnen Abweichungen quadriert und durch ihre Anzahl dividiert und somit haben wir die mittlere quadratische Abweichung vom arithmetischen Mittel bekommen, das wir auch als Varianz bezeichnen. Auf unserem Arbeitsblatt haben wir das Ganze noch einmal schön zusammengefasst. Wir sehen die Varianz s² von n Zahlen. Dann haben wir eine Liste mit n verschiedenen Einträgen. Und mit dem arithmetischen Mittel x quer ist folgende Formel. Um das Ganze wieder noch einmal greifbar zu machen, wir können uns diese Summanden, zum Beispiel x1 minus x quer, einfach vorstellen als die Höhe des ersten Turms minus die Höhe des durchschnittlichen Turms. Und der ganze Ausdruck liefert mir wieder das arithmetische Mittel der quadratischen Abweichungen. Gut, wir haben hier eine Verständnisfrage, und die da lautet, warum ist die Varianz immer größer oder gleich 0? Kann die Varianz gleich 0 sein? Drücke kurz auf Pause und versuche hier eine Antwort zu finden. Gut. Warum ist die Varianz immer größer oder gleich 0? Das haben wir vorher schon geklärt, weil das Quadrat
stets nicht negativ ist, das heißt entweder 0 oder größer als 0, und kann die Varianz gleich 0 sein. Betrachten wir dazu folgende Liste. Wir haben eine Liste mit 5 Einträgen, die nämlich alle gleich sind. Wir haben 5, 5, 5, 5, 5. Und das arithmetische Mittel ist ganz einfach 5. Und keiner dieser Listenwerte weicht vom arithmetischen Mittel ab, weil die sind gleich dem arithmetischen Mittel und somit wäre hier zum Beispiel die Varianz 0. Du kannst das auch selbst überprüfen, wenn du möchtest. Und schließlich haben wir noch die Standardabweichung. Die Standardabweichung ist ganz einfach gesagt die Wurzel aus der Varianz und sie hat die gleiche Einheit wie die Werte von xi. Also zum Beispiel in unserem Turmbeispiel wären das zum Beispiel die Holzwürfel oder Zentimeter oder je nachdem, welches Beispiel man wählt.